Abschiedsbrief gibt. Das ist für mich ein richtiges Geschenk. Ja. Als ich das gehört habe, dass er Suizid begangen hat, dachte ich, mein Leben geht nicht mehr weiter. Alle 52 Minuten nimmt sich in Deutschland ein Mensch das Leben. Es war der 5. Mai 2009, als Veras Mann Jochen sich tötete. Er war 47 Jahre alt. Also wenn man Jochen kannte, war es einfach ein smarter Mann, eloquent und eigentlich gut gelaunt. Jetzt nicht depressiv. Manche Leute, die gibt es ja, wo du sagst, boah, das war immer so melancholisch und bei dem kann man sich das gut vorstellen. Aber bei ihm war das eben gar nicht so. Er hat zu mir eher gesagt, du, das Glas ist doch halb voll, nicht halb leer. Und er hat meditiert, er hat immer gesagt, Anspannung, Entspannung, er war schwimmen, er war joggen. Also er hat alles getan, was zur Gesundheit förderlich ist. Ja. Von daher war ich sauer, weil ich eher so diejenige war, die sagt, ach nö, ich bleibe auf der Couch. Ja. Und deshalb war ich wütend, weil ich denke, boah, der macht jetzt sowas. Ja. Da habe ich mich schon verarscht gefühlt erstmal. Auf jeden Fall. Jochen hinterließ nicht nur seine Frau Vera, sondern auch seine damals 17-jährige Tochter Alexa, sein einziges Kind. Als er starb, waren Alexa in der Schule und Vera bei der Arbeit. Ein Gärtner fand ihn im Wald. Ich hätte nie daran geglaubt, dass mein Papa sich das Leben nehmen würde. Also man hat gemerkt, dass es ihm in der letzten Zeit nicht mehr gut ging. Aber ich hätte nicht daran geglaubt, dass Papa sich was antun könnte. Ist er von einem Turm gesprungen? Ja, von einem 50 Meter hohen Turm. Und das war ein Ort, da waren wir, oder ich als Kind mit meinen Eltern oft, und wir haben Papierflieger darunter fliegen lassen. Also eigentlich war das ein Ort, der sehr viele schöne Erinnerungen für mich hat. Und das ist jetzt dadurch irgendwie überdeckt worden. Ich bin da auch nie hingegangen. Habe auch ziemliche Höhenangst entwickelt danach. Also so richtig vorstellen, was das für ihn bedeutet hat, möchte ich nicht. Vera mit ihrer Schwester Margit. Es ist Margits 59. Geburtstag. Auch an so einem Tag bleiben die Erinnerungen an Jochens Suizid nicht aus. War das ja dann so, wer sagt's, der Alexa? Und dann kam irgendwie raus, dass ich das mache. Und dann bin ich rüber ins Haus, weil wir wussten ja, wann sie von der Schule kommt. Und das kam mir halt dann vor wie im Film. Das war dann ein Film. Ne? Ich bin dann ins Haus hinter. Die Tür, die Alexa dann aufgeschlossen, ich sehe sie heute noch vor mir stehen, kam, sieht mich dann, sagt, Margit, was ist? Und dann habe ich gesagt, der Jochen ist tot, der hat sich umgebracht. Und da hat es geschrien. Total geschrien. Dann habe ich so festgehalten. Er hat geschrien und gestrampelt, ich konnte es aber festhalten. Also nur gesagt, warum? Ich weiß es nicht. Dann habe ich auch so gesagt, ja, wie kann ich jetzt helfen? Was machen wir? Und da war mir auch dann klar, dass ich jetzt bei dir bleibe, ganz klar. Und dann sind wir abends dann halt irgendwann ins Bett, im Schlafzimmer, die Vera, die Alexa und ich. Und dann haben wir uns da hingelegt und haben gesagt, okay, jetzt liegt man da, zu dritt im Bett, wie so, ja, 10 Soldaten kann man fast sagen. Und dann, okay, jetzt singen wir einfach. Ne? Und dann haben wir ganz viele Kinderlieder gesungen. Und halt eben, der Mond ist aufgegangen. Und das haben wir dann 6 Wochen jeden Abend gemacht im Bett. Mhm. Mhm. Kia hatte Maria in Barcelona sich geholt. Ist total schön. Kann ich nicht weggeben. Ich hatte sie zwar noch nie an, aber ich
denke, das werde ich eines Tages mal machen. Hier ist so eine typische Hose. Die hat sie super gerne getragen. Da sind, ja, 70-80% meiner Jeanshosen eigentlich alle von Maria. Die hat sie immer, ja. Ich war immer nicht so der Jeans-Typ, aber mittlerweile hat sich das auch ein bisschen geändert, weil ich die Sachen alle noch tragen möchte. Rachels Schwester Maria hat sich vor 2 Jahren selbst getötet. Sie war 26. Die Schwestern aus Berlin waren von klein auf unzertrennlich. Später zogen sie gemeinsam in eine eigene Wohnung. Sie waren gerade dabei, zusammen das Abitur nachzuholen. Die beiden hatten viele Pläne. Wo mich Mama angerufen hatte, wusste ich erst gar nicht, also was ist. Also es war wie aus dem Nichts. Ich hätte mir das niemals vorstellen können. Nee. Das war wirklich wie, ja, ein Schlag ins Gesicht. Und ich wusste nicht, wieso. Ihr Freund hat sie gefunden. Sie wollten zusammenziehen und ja, ich bin froh und dankbar, dass ich sie nicht gefunden habe. Und ich bin auch sehr froh, dass die Rahel sie nicht gefunden hat. Es überwiegt bei mir die Trauer. Wütend bin ich überhaupt nicht, was mich selber wundert, weil irgendwie Phasen der Wut gehören wohl auch zur Trauer, aber die habe ich nicht. Bin ich wütend auf Maria. Mir tut sie einfach unendlich leid, dass sie so gelitten hat. Ich fühle mich gerade sehr schwer, wenn ich hier stehe. Aber auch gut, ich schmücke es immer hübsch. Schau, dass die Kerzen immer an sind. Also sie war halt echt der Mensch, mit dem ich am meisten lachen konnte. Ja, ich hatte extrem viel Spaß immer mit ihr gehabt. Also wir haben uns halt auch ohne Worte verstanden. Ja, eigentlich mussten wir gar nicht mehr reden. Wir mussten uns angucken und wussten, okay, das ist eine lustige Situation. Wir haben halt echt dann gemeinsam gelacht. Sie konnte extrem fröhlich sein. Manchmal halt auch ein bisschen trauriger, aber ja, das war ihre Art. Mal so, immer extrem unterschiedlich. Das hier finde ich sehr schön von Papa. Mhm. Da sieht er echt gut drauf aus. Wir waren da zu fotogen, ne? Blöde Frisur. Wo wir die Werbeaufnahme gemacht haben. Und was stellen wir da? Was soll die glückliche Familie. Trauert sie dem nach? Ja. Schon. Also nicht immer, aber jetzt gerade. Das glaube ich. Ich muss nicht immer weinen. Ich glaube, wir haben uns ja auch noch nie zu zweit angeguckt, oder? Das stimmt. Eine glückliche Familie, dachten sie. Ja, wir waren eine glückliche Familie. Also so habe ich uns empfunden. Ja. Hat er sie geliebt? Ja. Also Jochen hat mich schon geliebt. Das wusste ich auch noch nach Jahren. Siebzehn Jahre lang hatte Vera ihre kleine, intakte Familie. Die drei wohnten in Neu-Isenburg in einem Haus mit Garten, umgeben von Verwandten und Freunden. 6 Wochen vor seinem Suizid veränderte sich Jochen. Er schlief schlecht, war schwermütig. Also er wollte schon in Therapie gehen, ihm ging es nicht so gut. Mein Mann war sowieso jemand, der auch atypisch für einen Mann öfter mal zum Arzt gegangen ist, wenn er irgendwas hatte. Und dann dachte ich mir, okay, da kann er ja mal hingehen. Kann sich mal beraten lassen, aber ich hätte nie an Depression oder sowas gedacht. Dennoch setzte Jochen seinem Leben brutal ein Ende, ohne seiner Frau Vera etwas über die Schwere seiner Krankheit gesagt zu haben. Nach meinem heutigen Erfahrungswert
was ich jetzt weiß, was ich gelernt habe, denke ich, dass so ein Mensch, der depressiv ist, nicht darüber spricht. Vielleicht in Andeutung, das kann schon sein, aber er möchte seine Umwelt damit nicht belasten. Und wir hatten schon das Thema Suizid, weil er war früher mal mit einer Frau zusammen, da hat der Vater sich das Leben genommen. Das war bei uns schon öfter mal Thema. Und einen Tag, bevor er den Suizid begangen hat, hat er auch gesagt, boah, mir geht's nicht gut. Und alle sagen, ich schaffe das. Er war bei einem Heilpraktiker nochmal. Und die hat auch gesagt, Herr Fall, Sie sind noch so jung, ich verschreibe Ihnen mal so Burnout-Tabletten. Auch selbst in dem Moment habe ich nicht daran geglaubt, dass er sowas tut. Nie. Nie. Papa hat ja am Ende einen Abschiedsbrief geschrieben und in dem Brief stand auch, dass er, dass es ihm nicht mehr gut geht, aber dass er uns auch nicht belasten möchte. Ich habe mir ganz viele Sorgen um Alexa gemacht. Ich dachte, wir brauchen sofort einen Therapeuten. Ich hatte nach 2 Tagen einen Termin für sie und mich bei einem Therapeuten, weil ich dachte, okay, wir müssen das irgendwie ein bisschen heilen. Das war für mich ganz wichtig. Seine letzte Ruhe hat Jochen im Friedwald von Neu-Isenburg gefunden, unter diesem Baum. Du umarmst den Baum. Mhm. Ich muss ihm doch auch Hallo sagen. Wenn ich mit Alexa da bin, dann berührt es mich mehr, jetzt auch. Aber im Großen und Ganzen nicht, nee. Und so oft bin ich auch nicht hier. Also nach Marias Tod genau habe ich versucht, mich nicht gehen zu lassen und mich bewusst etwas zu schminken, auch wenn das nicht alles so hielt, vor allen Dingen an den Augen, aber der Lippenstift war mir immer ganz wichtig. Und den habe ich bewusst immer drauf gemacht, da Maria das nicht gewollt hätte, dass ich mich total gehen lasse, anhängen lasse. Gabriele war 52, als ihre Tochter Maria starb. Die Familie lebt in Berlin. Vom Vater ihrer beiden Töchter ist sie seit über 20 Jahren geschieden. Sie hat die Kinder allein großgezogen. Als Gabrieles Mann die Familie über Nacht verließ, war Maria 4, ihre Schwester Rahel 1 Jahr alt. Könnte der frühe Verlust des Vaters mit ein Grund für Marias Suizid gewesen sein? Ja, sie hat anscheinend versucht, noch öfter mal Kontakt zu unserem Vater aufzunehmen. Aber das ist anscheinend immer wieder abgebrochen. Ich glaube schon, dass das tief sitzt. Also das ist ja besonders bei Kindern, die sind ja noch sehr beeinflussbar. Und ja, Mama hat immer gesagt, Maria war das absolute Papakind und ich war so das Mamakind. Und ja, wenn der Vater wegbricht und das Kind dann da sitzt, ich denke schon, das hat was damit zu tun gehabt. Also auch, natürlich nicht alles, aber bestimmt auch ein Teil, ja. Maria ist gestorben, ohne sich mit ihrem Vater versöhnen zu können. Selbst zur Beerdigung ist er nicht erschienen. Das Fotobuch hat Rahel zum Andenken an ihre Schwester gemacht. Maria ist am 6. Januar 2014 aus dem Leben gegangen. Anscheinend hatte sie ihren Tod schon länger geplant. Sie hat alles ganz klar vorbereitet. Auf ihren Schreibtisch lagen halt Fahrradschlüssel, dann waren da halt noch so kleine Notizen zu gewesen, die sie völlig im Rausch wahrscheinlich geschrieben hat, weil es völlig verkritzelt war. Dann hat sie sogar Bücher aus der Bibliothek alle auf einen Stapel gestapelt, ihre Ausweise, also ganz akkurat alles hingelegt, vorbereitet. Na, und der Abschiedsbrief, der war in ihrem Kleiderschrank oder in ihrer Kommode. Ja. Das ist mein Maria-Ordner. Pink in ihrer Lieblingsfarbe. Und da habe ich hier alles gesammelt, was mit ihr, mit der Beerdigung zu tun hat und vor allen Dingen den Brief, der mir ganz wichtig ist. Ein 6 Seiten langer Abschiedsbrief, den wir erst nach
mehreren Tagen gefunden haben. Also ich habe schon ohne Brief auch gedacht, oh mein Gott, wie schlecht ging es ihr, dass sie uns das antut, weil sie weiß, wie wir leiden. Aber dass es ihr so schlecht ging, das wusste ich nicht. Ich kann ja mal versuchen, was vorzulesen aus dem Brief. Es tut mir unendlich leid für diejenigen, die um mich trauern. Jedoch sah ich keinen anderen Ausweg aus diesen ganzen Unzufriedenheiten und Frust. Selbstmordgedanken hatte ich schon ewig, bestimmt seit ich 10 Jahre alt bin. Trotz toller Kindheit und einer Familie, die mich geliebt hat, ich sie natürlich auch. Und viele Freunde war ich immer mit allem unglücklich. Neidisch auf andere war ich nicht. Ich finde mich selbst einfach grausam. Obwohl ich genug Menschen an meiner Seite hatte, fühlte ich mich einsam und fehl am Platz. Wie auch immer. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Lust zu leben. Das sind ihre Worte. Ich höre sie auch. Und sie hat auch geschrieben, am liebsten wäre, wenn niemand erfährt, dass es Suizid war. Reitunfall, Fahrradunfall, Fragezeichen. Also selbst darüber hat sie sich Gedanken gemacht zum Thema Suizid. Viele wissen nicht, wie sie mit dem Thema Suizid umgehen sollen, wenn sie damit konfrontiert werden. Es ist immer noch was anderes, wenn jemand krank, also Krebs hat und stirbt oder einen Unfall hat und stirbt, als wenn jemand sich suizidiert, so aus dem Nichts heraus. Ja, also ich bin auch keinem sauer, absolut nicht, weil ich weiß selber, wie schwer das ist, da Worte zu finden. Aber schlimmer ist es, ja, wenn man es übergeht und nichts sagt, gar nichts sagt. Ich habe mich nach dem Suizid verändert, dass ich wirklich kaum noch Ängste hatte. Ich hatte früher Angst vor Gewitter oder ich bin halt gern geflogen und die Ängste waren weg. Weil was Schlimmeres kann nicht passieren, was mein Gefühlsleben so aufwühlen kann, dass ich das nicht auch wieder überleben würde, egal was passiert. Ich habe dann nach 3 Jahren Brustkrebs bekommen, was ich aber auch wieder als Chance gesehen habe. Auch das hat mich jetzt nicht am Boden zerstört. Es wurde ja auch Gott sei Dank im Anfangsstadium erkannt. Aber ihren Job als PR-Agentin hat Vera nach der schweren Krankheit aufgegeben. Sie wollte auch beruflich einen Neuanfang. Nun lässt sie sich zur Trauerbegleiterin ausbilden. Ich möchte Trauerbegleiterin werden, weil ich da sehr authentisch bin, weil ich selbst erlebt habe und mitfühlen kann und weiß, was die Leute spüren. Und ich glaube, dass ich ihnen dann einfach einen Schritt ins neue Leben eröffnen kann. Erfahrungen damit hat sie bereits. Seit 4 Jahren leitet Vera in Frankfurt am Main eine Selbsthilfegruppe für Angehörige nach einem Suizid. Als Veras Mann Jochen starb, war sie 50. Ein Jahr später lernte sie einen neuen Mann kennen, Michael. Die beiden haben in Neu-Isenburg ein Haus gebaut, sind zusammengezogen, haben von vorn angefangen. Tochter Alexa ist zu der Zeit von zu Hause ausgezogen. Das war schon ein großer Grund, warum ich ausziehen konnte. Wenn meine Mutter keinen neuen Partner gehabt hätte, wäre ich nicht ausgezogen. Ich hätte sie nicht allein lassen wollen. Es gab eigentlich nie Momente, in denen ich irgendwie eifersüchtig war. Ich war immer sehr froh, dass sie wieder jemanden gefunden hat, mit dem sie zusammen sein kann. Und weil ich Michael auch total gern habe. Ja. Also es war natürlich komisch, erstmal einen anderen Mann an ihrer Seite zu sehen. Und ich musste ihn ja auch kennenlernen. Aber ich würd ihn auch nicht mehr missen wollen. Alexa wohnt jetzt in einer WG. Sie studiert in Marburg Psychologie. Ein Fach, das ihr Vater Jochen ihr ans Herz gelegt hatte. Es ist für Alexa wie ein Vermächtnis. Gabriele arbeitet als Physiotherapeutin in einer psychiatrischen Klinik, ganz in der Nähe der Straße, wo sich ihre Tochter Maria das Leben nahm. Heute geht sie zum allerersten Mal zu dem Haus, wo es geschah. Sie möchte wissen, ob Marias damaliger Freund immer noch hier wohnt. Hier bin ich noch nie direkt davor gestanden.
Ja, fällt mir sehr schwer, hier lang zu gehen. Ich mache das für mich als ja, Therapie. Ich brauche das, um das zu realisieren, dass es so war, dass es hier passiert ist. Meine Konfrontation. Angst hatte ich schon ein bisschen davor. Aber es ist wichtig für mich. Doch. Ich werde immer ab und an mal hier vorbeigehen. Über die Details von Marias Suizid redet Gabriele nicht. Wenn überhaupt, dann in der Selbsthilfegruppe. Da können Gabriele und ihre Tochter ganz offen und ohne Scheu über alles reden. Jeder hier im Raum weiß, wovon sie sprechen. Sie haben es selbst erlebt. Ja, ich bin Rahel, habe meine Schwester verloren. Also ich komme hierher, weil also Mama hat eigentlich damit angefangen und hat mir erzählt, dass es ihr ganz gut hilft, hier herzukommen. Ich weiß nicht, ob ich beim zweiten oder dritten Treffen bin. Das später. Vierten. Ja, ich glaube, beim dritten oder vierten Treffen bin ich dann mitgekommen und habe gemerkt, dass man hier ja, ganz gut aufgefangen wird von allen. Und jeder einen versteht, was ja nicht so normal ist im Umfeld. Oder man denkt es, also ich weiß nicht. Also ich fühle mich hier immer total wohl. Und ja, werde, denke ich, auch immer weiterhin herkommen. Das ist wie eine Stütze. Dass es Vera jetzt besser geht, liegt auch an ihrer Wut. Die Wut auf Jochens Suizid hat ihr geholfen, nicht daran zu zerbrechen. Ja, Wut ist auch ein Antreiber. Ein Antreiber, dass man weitermacht. Und ich glaube, die Wut hat mich einfach weitergebracht und stärker gemacht, weiterzugehen. Das hätten auch so meine Freunde nie so gedacht. Ja, die dachten schon, dass ich daran zerbreche. Als Jochen starb, waren die Freunde sofort bei ihr. Saßen ganz viele schon draußen auf der Terrasse. Und alle fingen erstmal an zu heulen und dann haben wir aber auch dazwischen unheimlich viel lachen müssen und dann immer wieder so, Mensch Jochen, du bist echt ein Idiot, gell? Guck, hier könntest du mit dabei sitzen und wir könnten einen schönen Nachmittag verbringen. Und die Situation, offenes Haus und jeder konnte hinkommen und heulen und lachen und erzählen und Fragen stellen. Das hat allen geholfen. Die erste Begegnung war ein bisschen schwierig für mich, wobei die Bärbel mir dann geholfen hat und sagte, nee, du kannst einfach hinkommen, das ist offenes Haus, ich konnte das gar nicht so glauben. Und bin dann hin und fand das super gut und habe dann gedacht, es sind so viele Leute da und ich müsste jetzt irgendwie was kochen. Und hab dann ein großes Chili gemacht, weil ich gesagt, die Leute sind alle da und die haben doch Hunger, wenn die bei der Vera sind. Ja. Das war eine ganz große Stütze, dass die alle da waren, wie so ein Kokon, der sich um mich geschlossen hat. Es war Mai, es war schönes Wetter, wir saßen im Garten draußen und es war immer jemand da und ich hatte Essen, das werde ich nie vergessen. Ja? Ich hatte Brötchen vor der Haustür, das war einfach, ich wurde aufgefangen, das hat man auch gespürt. Ich finde, da hat sich durch Jochens Tod ganz, ganz viel verändert. Weil wir auf einmal alle unsere Schwächen gezeigt haben. Also es war kein Tabu mehr zu zeigen, hallo, ich bin auch nicht perfekt, ich habe auch Angst, ich habe auch Krisen. Wir konnten es uns das erste Mal erlauben, ganz ehrlich zusammen zu sein. Und das hat sich über die Jahre seit Jochens Tod, finde ich, auch behalten. Ehrlich auch gegenüber Michael, der jetzt zu Vera gehört. Ich fühle mich hier insgesamt auch aufgehoben und akzeptiert als neuer Partner von der Vera. Also ich bin nicht als Ersatz für den Jochen hier, sondern als neue eigenständige Person und fühle mich hier respektiert und akzeptiert als Michael. Auch Gabriele hat Freunde an ihrer Seite, die sie auffangen. Vor allem Andrea. Andrea ist die Patentante von Maria. Dieses Rad gehörte früher Maria. Es war ihr Erbe an mich sozusagen. Das hat sie mir dann in ihrem Abschiedsbrief, wollte sie, dass ich das dann gerne bekomme. Ich glaube, sie wusste einfach auch, dass ich das Böse immer behalten werde und dass ich das auch fahre. Ja.
Für Rahel und Gabriele sind nach Marias Tod Rituale noch wichtiger geworden. Rituale, wo man sich an sie erinnert. Zum Beispiel treffen sie sich jede Woche freitags an Marias Grab. Wer von den Freunden Zeit hat, kommt vorbei. Bis heute noch. Dieses Treffen hier, muss ich sagen, das machen wir eigentlich weitestgehend so für Gabi, also für die Mama. Weil wir merken auch, uns tut das natürlich total gut. Da leben die Erinnerungen wieder auf an Maria. Und ich glaube, so wirklich so eine richtige Akzeptanz und eine wirkliche Verarbeitung ist, glaube ich, nie da. Ich glaube, da ist immer so ein kleiner Wunschgedanke, dass es nicht so ist, dass man vielleicht doch aufwacht und ja, man kann sie noch mal sehen oder mit ihr reden oder ihr helfen. Oder ihr helfen, genau, das ist es eigentlich. Verstehen kann ich es gar nicht. Ich kann es nicht verstehen, warum sie das immer hat. Das ist mir auch völlig, völlig unerklärlich. Weil ich kenne sie, ja, ich bin mit ihr aufgewachsen, sie ist mit mir aufgewachsen. Sie war schon sehr intensiv und wir hatten schon viel Nähe und wir haben viel geredet und wir haben viel zusammen unternommen. Und dann, sie war ja ein paar Tage vorher noch bei mir, da haben wir Stunden mit mir gesessen und geredet und auch ich über meine Probleme, sie über ihre. Und dann ist sie 6 Tage später tot. Das war mir völlig unglaublich. Also ich kann es. Ich bin mir ganz sicher, dass es für Maria die Erlösung ist, dass sie jetzt ihren Frieden gefunden hat. Mein Glaube hilft mir schon auch, auf jeden Fall, dass es da schon noch was gibt. Meine größte Herausforderung ist, nicht krank werden, weitermachen, weiterarbeiten, Freude haben und halt für Rahel da zu sein. Und jetzt nicht nur immer Maria auch im Vordergrund zu haben, sondern eben auch die Rahel zu sehen. Das ist mir auch wichtig. Da habe ich manchmal drüber nachgedacht, darf ich jetzt fröhlich sein? Geht das denn eigentlich? Deine Tochter ist tot und du lachst hier. Aber nein, mittlerweile kann ich auch so lachen. Und denk da nicht mehr drüber nach, ob das jetzt schlimm ist, dass ich lache. Wenn ich lache, lache ich. Manchmal denke ich, ich hatte 23 schöne Jahre mit Jochen. Das ist ein Geschenk und es ist jetzt vorbei. Und jetzt ist einfach was Neues da. Und ich bin nur für mich verantwortlich.